Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Kombiberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Eine Kombiberatung bedeutet Astrologie und eine Legung dazu. Mein Honorar beträgt für Kombiberatung 25 Euro. Liebe Emiria, ich grüße dich. Du hast jemand kennengelernt. Die Frage ist, wie geht es weiter? Ist er der Richtige? Wie sollst du über diesen Kontakt, über diese Beziehung denken? Ich starte mit Astrologie nach indischen Berechnung. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession, ist auch eine sehr präzise Berechnung. Also nicht wundern, wenn ich dann erzähle, welche Einflüsse hast du von Planeten, welche Transit hast am 1. Januar 2020. Es ist anderes, es ist eine andere Berechnung wie in westlichen Astrologie, aber stimmt zu deinem Geburtshoroskop. Dein Aszendent ist Waage. Das beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten und damit beginnt die ersten Haus, die ersten Lebensbereich und zeigt auch deine Persönlichkeit. Waage liebt das Schöne, du bist eine schöne Frau, eine schöne Erscheinung, auch sehr gepflegt, das liebst du auch und auch die Gerechtigkeit. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier im Waage Mars. Mars gibt dir die Kraft. Und mit dieser Kraft kannst du einiges bewältigen im Leben. Kannst du dich gut behaupten, auch dich wehren. Das kann auch Sport, Bewegung bedeuten, aber auch wie du dich durchsetzt im Leben. Mars fühlt sich nicht besonders wohl im Waage, weil Waage liebt das Schöne, das Harmonische, das Friedliche und Mars möchte immer wieder mal behaupten. Hier brauchst du diesen Ausgleich, eine gesunde Mischung von beiden. Die Mars-Energie hilft dir, zu dir selbst zu stehen, Kraft zu zeigen, dich behaupten und die Waage harmonisiert das. Und zeigt auch deine Harmoniebedürftigkeit, dein Gerechtigkeitssinn. Aber achte darauf, dass du immer in diesem inneren Gleichgewicht, in diesem Harmonie bleibst. Und wenn du dich aber behauptest und hast du dich gewehrt, dann brauchst du das nicht bereuen. War geneigt zu, dafür zum Entschuldigen, wieder alles in Harmonie bringen. Manchmal ist es gut, manchmal ist es unpassend. In sein Geburtshoroskop befindet sich sein Neptun im Waage und das zeigt seinen Schönheitssinn, seine künstlerische Begabung. Jetzt übergehen wir auf den zweiten Haus oder zweiten Lebensbereich. Das sind die Werte und Besitz, aber auch Wertschätzung und Selbstwertgefühl bedeutet diesem Lebensbereich auch die Finanzen. Energetisch hängt es auch zusammen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Und das ist die Wandlung, die Transformation. Aber achte auch auf deinen Gefühlen. Wenn jemand keine Wertschätzung entgegenbringt, dann fühlst du dich sehr verletzt. Dann entstehen verletzte Gefühle. Später vielleicht sogar Angst, nochmal verletzt zu werden.
Skorpion zeigt die Transformation und das wirkt auf die Werten, auch die Finanzen auch und hat mit Gefühlen was zu tun, weil Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Und das bedeutet, es gibt negativen Gefühlen wie Angst oder Verlustangst oder Schuldgefühl. Das ist nicht gut, auch finanziell nicht, weil Schuldgefühl führt zum Schulden und Verlustangst führt zum Verlust, auch zum Geldverlust. Also achte auf diesen Gefühlen auch, weil das hängt mit Finanzen doch zusammen. Besser ist übergehen auf den positiven Gefühlen wie Hingabe, Begeisterung, Dankbarkeit, Kraft und Mut, Vertrauen und Liebe. Das ist diese schöpferische Energie und so kommst du zum Geldfluss, auch zu deinem Besitz, weil da bewegt sich etwas in eine fließende Bewegung. Aber achte auch das Selbstwertgefühl und lass das nicht zu, dass jemand dich verletzt und gibt zu wenig Wertschätzung. Hier hast du in deinem Geburtshoroskop Neptun. Neptun lässt die Träume leben, verwirklichen, vorausgesetzt, man glaubt daran. Also hier brauchst du deinen Glauben, einen starken Glauben, dass du wertvolle Dinge im Besitz nehmen darfst, kannst und das kannst du auch bewahren, das bleibt auch erhalten und das bedeutet auch, dass du Glück hast in Finanzen, so wie du das vorstellst. Aber ist wichtig, dass du daran glaubst. Neptun steht in Verbindung zum Inspiration, ist auch der Planet der Künstler. In einer künstlerischen Tätigkeit kannst du zum Geld kommen. In sein Geburtshoroskop befindet sich Ketu, die absteigende Mondknoten in Skorpion und da hat er karmische Themen, karmische Erinnerungen. Ketu zeigt die Vergangenheit. Zurzeit bewegt sich Mars hier in Skorpion. Die Zeit bedeutet 1. Januar. Ich habe dieses Datum genommen. 1. Januar 2020 ist Mars im Skorpion. Das ist die Transitbewegung. Das heißt, diese Marsbewegung aktiviert bei dir etwas in diesem zweiten Lebensbereich, wo um Werten geht, Wertschätzung, Finanzen. Das kann auch deine Kraft bedeuten, dass du die Kraft da einsetzen sollst, die Finanzen in Ordnung zu bringen oder dich wehren und Wertschätzung verlangen, kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Werte, auf deinen Besitz, auf deine Finanzen. Bei dieser Transitbewegung muss das nicht der Partner sein, das kann auch eine andere männliche Person sein, jemand von Familie oder ein Kollege oder der Chef oder ein Beamter, aber auf jeden Fall eine männliche Person. Jetzt übergehen wir auf den dritten Haus oder dritten Lebensbereich. Hier ist die Schule des Lebens. Hier lernen wir uns behaupten gegen Konkurrenten, gegen Rivalen. Hier haben wir immer wieder Prüfungen. Dieser Lebensbereich zeigt aber auch Schulungen oder Seminaren, Bildung, Austausch von Informationen, auch Medien oder Internet. Hier hast du in dein Geburtshoroskop die Schütze. Schütze setzt viele Dinge im Leben in Bewegung. Hat auch Verbindung zum Sport, Autos, Bewegung und Reisen. Auslandskontakte. Allerdings, diese Reise kann auch eine innere Reise sein, eine Glaubensrichtung, religiösen Themen
oder die Frage stellen, woran glaubst du? Oder Spiritualität. Schütze zeigt die Begeisterung und die Orientierung oder Neuorientierung. Und das muss im Einklang sein mit deinen Wünschen, weil die Spitze, dieser Pfeil, zeigt die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und spirituell bedeutet das in unseren Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchte. In dein Geburtshoroskop hast du hier kein Planet, keinen. Aber bewegt sich zurzeit vieles hier. Also die Zeitqualität ist Januar 2020. Hier bewegt sich Sonne am Anfang Januar. Diese Bewegung muss ich auch erklären. Die Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern diese Bewegung macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Wir nennen das auch so. Also Sonne ist hier im Schütze. Die Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Denn Monatsthema wird schon dieses Schütze-Thema sein. Orientierung oder Neuorientierung, Sport, Bewegung, Reisen, eine Glaubensrichtung, deine Wünsche, Sehnsüchte, Hoffnungen oder Spiritualität. Und hier im dritten Lebensbereich, hier sollst du dich behaupten. Da hast du jetzt gerade Prüfungen oder hast du Schulungen, Bildung, Austausch von Informationen. Merkur bewegt sich auch hier und das sind Handlungen. Merkur setzt viele Dinge in Bewegung. Hast du auch Gespräche, Kontakte, Verbindungen und vielleicht sogar einen Vertrag. Das hat mit Schulungen oder Bildung was zu tun. Hier bewegt sich auch Jupiter. Jupiter ist die Weisheit und bringt dir Glück, neue Erkenntnisse. Du erweiterst gerade deinen Horizont. Jupiter vergrößert etwas und zeigt auch deine inneren Größe. Jupiter steht auch mit Gerechtigkeit in Verbindung, öffnet unseren Augen auf Ungerechtigkeiten. Oft hat eine Verbindung zum Gerechtigkeit, zum einen rechtlichen Lage. Saturn ist auch hier. Saturn ist der Schicksalsplanet. Also hier kommen schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen. Saturn hütet den Karma. Also auch karmische Themen aktiviert Saturn und belehrt uns. Also du lernst gerade einiges. Pluto ist auch hier. Und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und das sind gerade die Themen, was ich erwähnt habe. Ketu, die absteigende Mondknoten, bewegt sich bis Oktober 2020, auch hier im Schütze, aktiviert karmischen Themen, hat mit Vergangenheit was zu tun. In seinem Geburtshoroskop befindet sich im Schütze auch kein Planet. Bei dir auch keine. Das sind die Transitplaneten, was gerade in diesem Lebensbereich etwas aktivieren. Vierten Haus oder vierten Lebensbereich. Das ist die Basis, die Fundament, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes. Und zeigt die Herkunft, die Traditionen oder wenn wir etwas gründen. Dieser Lebensbereich steht auf unserem Zuhause und Immobilien. In deinem Geburtshoroskop hast du hier Steinbock.
Steinbock ist etwas konservativ. Das kann auch die Erziehung sein von deinem Elternhaus. Steinbock liebt auch das Alte, zum Beispiel eine alte Villa oder ein Haus oder Wohnung mit Antiquitäten eingerichtet. Das würde dir sehr gut passen. Im ersten Lebenshälfte wirkt Steinbock streng. Kann auch ein strenges Elternhaus sein, mit Pflichten. In der zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich etwas. Dafür sorgt die Steinbock-Energie. Und das in deiner Wohnsituation. Hier hast du in deinem Geburtshoroskop deine Sonne, das symbolisiert deinen Vater, symbolisiert aber auch dein Selbst, deine Selbstdarstellung. Also ein Zuhause zum Haben, einen sicheren Boden unter deinen Füßen, das ist für dich sehr, sehr wichtig, weil das gibt dir Halt im Leben. Kann auch die Herkunft, die Traditionen auch eine große Bedeutung für dich haben. Merkur befindet sich auch hier. Merkur steht in Verbindung zum Kinder und Jugendliche. Und das sind Kindheitserinnerungen auch. Aber bedeutet Merkur auch Handlungen oder Verträge oder Gespräche, Kontakten. Dieser vierte Lebensbereich zeigt nicht nur deine Wohnsituation, sondern im Allgemeinen Immobilien oder Inneneinrichtung. Das könnte sogar deine Berufung sein, wenn du etwas gründest als Selbstständige, weil mit diesem Merkur- und Sonneneinfluss kannst du dich da sehr gut entfalten und auch handeln. Zurzeit bewegt sich hier Venus, also jetzt am Anfang Januar. Das ist der Liebesplanet. Entweder die Liebe kommt auf dich zu und kannst dich begrüßen. Venus bedeutet in deinem Geburtshoroskop deine Weiblichkeit oder wie du die Liebe erlebst, aber auch deine Kreativität. Bei dieser Transitbewegung, was im Horoskop was aktiviert, kann aber eine andere Frau sein. Also möglich ist auch, dass eine Frau besucht dich in die nächste Zeit. Oder dass du verschönerst etwas zu Hause. Venus symbolisiert auch Schönheit, Kreativität. Oder gründest Selbstständigkeit, eine kreative Tätigkeit. Fünfte Haus oder fünften Lebensbereich sind die Kinder, deine Kinder, später die Enkelkinder, bedeutet aber auch Kindheitserinnerungen oder das innere Kind. Und das sollen wir auch stärken, immer wieder mal sagen, ja, das hast du ganz gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. Das stärkt uns innerlich. Die Kinder zeigen uns etwas sehr Wichtiges, nämlich Spielen. Und das können wir auch mal aneignen, dass wir viele Dinge in unserem Leben spielerisch betrachten sollen, damit wir unserem Leben nicht verspielen. Das Leben ist wie eine Lebensbühne und das sollen wir schöpferisch gestalten. Dieser Lebensbereich zeigt auch Kreativität, Freizeit, Lebensfreude. Und hier hast du Wassermann. Wassermann gehört zum Luftelement und das bedeutet diese Leichtigkeit. Das schenkt dir Leichtigkeit. Wassermann hat einzigartige Ideen. Das ist die Ideenreichtum des Wassermanns. Und hier kannst du das schöpferisch gestalten. Ideen hast du. Wassermann zeigt auch einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und so sind deine Kinder. Oder wenn du dein inneren Kind entdeckst und das pflegst, dann wirst du wahrnehmen, dass du auch einzigartig
und außergewöhnlich bist und warst du als Kind schon. Hier hast du in dein Geburtshoroskop dein Mond und das zeigt deine Mütterlichkeit. Das passt sehr gut zu diesem Lebensbereich, wo die Kinder sind, symbolisiert auch deine eigene Mutter und bedeutet auch das Unbewusste, deinen Gefühlen. Deinen Gefühlen brauchen diese Leichtigkeit und Lebensfreude. Hier hast du auch Venus und das ist die Liebesplanet. Zeigt aber auch deine Kreativität. Zurzeit bewegt sich hier Neptun und lässt deine Träume leben. Das ist die Inspiration. Und am 1. Januar 2020 ist sogar Mond hier. Mond ist der große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Tagesthemen, kleinere Veränderungen und hat einen Einfluss auf unsere Träume. Das passt zu Neptun auch sehr gut. Das sind die Traumbilder. Das ist sehr stark ausgeprägt gerade. In seinem Geburtshoroskop befindet sich Saturn in Wassermann, der Schicksalsplanet. Er muss lernen, mehr zum Leichtigkeit kommen. Und in seinem Geburtshoroskop befindet sich Venus im Steinbock. Das habe ich erklärt bei vierten Haus oder vierten Lebensbereich, wo dein Steinbock ist. In dein Geburtshoroskop, aber ich habe vergessen zu erwähnen, dass in sein Geburtshoroskop befindet sich Venus auch im Steinbock und das bedeutet, er nimmt die Liebe sehr ernst. Er sagt es vielleicht nicht so oft, ich liebe dich, aber wenn das gesagt hat, dann meint das auch ernst. In ersten Lebenshälfte hat er da Themen. Schwierige Beziehungen. Und im zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich bei ihm etwas. Sechster Haus oder sechsten Lebensbereich ist die Alltag, die Arbeit und Pflichten und auch Gesundheit. Und es hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Hier hast du in dein Geburtshoroskop die Tierkreiszeichen Fischen. Die Fische ist sehr kreativ. Das muss eine kreative Tätigkeit sein. Aber achte auf deinen Gefühlen, weil die Fischen gehören zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. In diesem Sternbild befinden sich zwei Fischen. Sie schwimmen im Ozean der Gefühle. Die eine Richtung ist die Angst, Zweifel, Selbstmitleid und das blockiert. Die andere Richtung ist das Vertrauen, das Fluss des Lebens, eine Vision zu haben für den idealen Zustand, das bildhaft vorstellen, das Verinnerlichen, das Vertrauen, dann loslassen und geschehen lassen. Und hier ist der Reichtum verborgen. Wenn du das entdeckst, dann lebst deine Berufung und das macht dir reich. Es ist nicht nur finanziell gemeint, das natürlich auch, sondern das ist das glücklich zu sein, das bereichert dich, wenn du deine Berufung lebst. Hier hast du in dein Geburtshoroskop Saturn und die aufsteigende Mondknoten. Saturn belehrt dich. Hier hast du eine Lernaufgabe. Deine Lernaufgabe ist deine künstlerische Begabung, Entdecken in dir, das Vertrauen und als Berufung leben. Saturn wirkt in ersten Lebenshälfte streng.
in der zweiten Lebenshälfte stabilisiert sich etwas. Und hier hast du karmischen Themen. Das ist diese karmischen Knoten, die aufsteigende Mondknoten. Dieser Lebensbereich, aber auch die Tierkreiszeichen Fischen, ist für dich ein Neuland. Das kennst du noch nicht, aber deine Seele hat diesen Lebensbereich und diese Qualität von Tierkreiszeichen Fischen ausgewählt, weil du das brauchst, weil dich das befreit. Und das ist das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Eine Vision zu haben, das bildhaft vorstellen, deine Träume vertrauen. Und dieser Traum wird wahr. Und das bringt Saturn in Ordnung. Aber er beschenkt dich nicht, sondern du lernst es. Du lernst es in Besitz zu nehmen oder das zu vertrauen und deine Berufung leben. Saturn ist auch der große Lehrmeister. In sein Geburtshoroskop befindet sich sein Sonne in Tierkreiszeichen Fischen, sein Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen und sein Mars ist auch in Tierkreiszeichen Fischen. Das entspricht sein Selbst. Da kann er gut handeln, einiges in Bewegung setzen, das ist für ihn sehr vertraut. Und weil du hier eine Lernaufgabe und karmischen Themen hast, du kannst von ihm vieles lernen. Siebte Haus oder siebten Lebensbereich. Hier öffnet sich ein geheimes Tor und dieses geheime Tor nennt man Deszendent. Das ist genau Aszendent gegenüber. Aszendent bedeutet die Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, welche Tierkreiszeichen in Osthorizont aufsteigt. Und im selben Moment ist dieser Deszendent in Westhorizont, steigt nach unten. Und im Augenblick der Geburt ist es noch in gleichen Ebenen. Und in diesem Moment, wo du geboren bist, schaust auch in diese Richtung und hier spiegelt sich etwas. Das ist wie ein Spiegelblick und entdeckst du deinen Seelenpartner. Und umgekehrt auch. Und das geht aber in Westhorizont nach unten und der untere Bereich des Horoskops ist das Unbewusste. Es verschwindet irgendwo in unserem Unbewussten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kleinkinder bis etwa dritte Lebensjahr haben noch diese Erinnerungen. Später ist das alles im Unbewussten. Dann diese Erinnerungen sind nicht mehr da. Höchstens deine Seele zeigt es, wenn du deiner Intuition vertraust oder kommt ein Traumbild. Aber bei Begegnungen spürt man das alles. Und mit diesem geheimnisvollen Tor des Zenden öffnet sich ein neuer Lebensbereich und das ist Liebe, Partnerschaft. Hier hast du die Tierkreiszeichen wieder. Widder ist Feuerelement, sehr viel Leidenschaft und Begeisterung, aber auch immer wieder offener zu sein für etwas Neues. In deinem Geburtshoroskop hast du hier kein Planet. In seinem Geburtshoroskop befindet sich sein Mond im Widder und das entspricht seinen Gefühlen. Also hier habt ihr schon eine seelische Verbindung. Zurzeit bewegt sich Uranus hier und bringt Umbrüche und Veränderungen.
Uranus ist noch rückläufig bis 10. Januar 2020. Das bremst etwas die Geschehen oder erinnert uns an die Vergangenheit. Am 11. Januar 2020 wird Uranus steht im Stillstand. Da bewegt sich gar nicht, aber das sind auch wertvolle Momente im Leben, weil dann sollen wir nachdenklich sein. Oder zeigt Rückzug, Meditation. Und ab 12. Januar 2020 ändert Uranus die Richtung, kommt zu einer Vorwärtsbewegung und das wirkt bei dir in die Liebepartnerschaft. Alles geht voran, kommen unerwartete Ereignisse, Überraschungen, Veränderungen und Umbrüche. Das ist dann die Uranus-Energie. Nicht nur Januar 2020, sondern nach indischen Berechnung ist Uranus noch einigen Jahren hier im Widder. Achte Haus oder achten Lebensbereich nennt man als Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfällen auch was zu tun und mit erbschaftlichen Themen. Dieser Lebensbereich bedeutet aber eher einige Dinge in unserem Leben loslassen, davon trennen, verabschieden, damit etwas Neues entstehen kann. Gedanken oder Gefühlen oder Kontakte, Gegenstände oder vielleicht einen Ort verlassen und einen neuen Wohnort aussuchen. Jeder Mensch hat andere Themen. Hier musst du überlegen, was ist für dich wertvoll, was möchtest du befestigen, bewahren und wovon sollst du loslassen und verabschieden. In diesem achten Lebensbereich sind auch Themen wie Sexualität und auch Finanzen. Und das hat mit Ämtern was zu tun. Eine rechtliche Lage oder eine Erbschaft oder Finanzamt, Versicherungen, Investitionen, Banken. Hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Stier passt ganz gut zum Besitz und Finanzen. Das ist Stierenergie, aber Stier neigt dazu, etwas festhalten zu wollen und mag nicht die Veränderungen. Und hier lernst du aber, all das, was du nicht brauchst, davon verabschieden und offen zu sein für etwas Neues, offen zu sein für Veränderungen. In dein Geburtshoroskop befindet sich hier kein Planet. Zurzeit bewegt sich auch hier kein Planet, also hast du keinen Einfluss auf Stier momentan. In sein Geburtshoroskop befindet sich Rahu im Stier und das ist sein karmischen Knoten, zwar die aufsteigende Mondknoten. Das, was er noch nicht kennt. Aber seine Seele hat das ausgesucht. Das ist Stierenergie, das, was er lernt, etwas im Besitz zu nehmen, um die Finanzen kümmern, das Leben genießen. All das, was er besitzt, das auch genießen. Neunte Haus oder neunten Lebensbereich, das sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte. Kann aber auch innere Reise bedeuten, eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. Hier hast du die Zwillingsenergie. Und das vermittelt Leichtigkeit, das Spielerische, auch das Neugier. Du liebst es auch. Und du lernst auch schnell Fremdsprachen oder du interessierst dich zum anderen Kulturen, du bist offen dafür, auf Reisen. Das ist eine gewisse Neugier dabei und auch Bewegung. Und das ist die Beweglichkeit, die Zwillinge hier in diesem Lebensbereich.
Wenn das um inneren Reisen geht, bei Zwillingsenergie, ist wichtig, dein höheren Selbst zu leben. Diese Quelle, diese göttliche, das ist die Verbindung, die beiden Zwillinge, das Menschliche und das Göttliche. Hier hast du in deinem Geburtshoroskop kein Planet. Zurzeit bewegt sich Rahu hier bis Oktober 2020. Rahu ist die aufsteigende Mondknoten, ein karmischen Knoten und zeigt ein Neuland, ein neues Gebiet. Und das wird jetzt hier bei dir aktiviert. Neuigkeiten im Ausland oder mit Auslandskontakten oder eine neue Glaubensrichtung oder Neuigkeiten in eine spirituelle Richtung, das schenkt dir Leichtigkeit und du genießt es, diese Bewegung, und das sollst du auch ein bisschen spielerisch betrachten. In sein Geburtshoroskop befindet sich Jupiter in Zwillinge. Und das zeigt seine Größe, das zeigt auch Glück, weil Jupiter ist der große Glücksplanet. 10. Haus oder 10. Lebensbereich, das ist der höchste Punkt des Horoskopes, das höchste, was man überhaupt erreichen kann. Das sind deine Ziele, das ist die Berufung, das ist auch Öffentlichkeit. Hier hast du die Krebsenergie. Krebs lebt nicht unbedingt ständig in Öffentlichkeit sein, im Mittelpunkt zu sein. Krebs ist eher zurückhaltend. Vielleicht nicht immer, aber neigt dazu. Also dieser Mittelpunkt zu sein, das ist für dich nicht so wichtig. Hier im 10. Lebensbereich ist das Höchste, was du erreichen kannst, deine Ziele. Das kann familiären Themen sein, weil Krebs steht mit Familie in Verbindung. Dieser 10. Lebensbereich zeigt auch deine Berufung. Und Krebs als Berufung hat eine Verbindung zum Immobilien. Also in diesem Bereich könnte deine Berufung sein. Oder was Familiäres, ein Familienbetrieb oder Selbstständigkeit oder durch familiären Kontakte gemeinsam eine Firma führen zum Beispiel. Oder Krebs zeigt auch Mütterlichkeit, für anderen da zu sein, um die Kinder sorgen oder eine soziale Tätigkeit. Hier befindet sich unser Planet Erde in dein Geburtshoroskop. Also in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist unser Planet Erde war im Tierkreiszeichen Krebs, und das wirkt bei dir im höchsten Punkt des Horoskopes. Und hier manifestiert sich etwas. Da bist du angekommen. In sein Geburtshoroskop befindet sich kein Planet im Krebs und Transit haben wir auch nicht. Am Anfang Januar 2020. 11. Haus oder 11. Lebensbereich, das sind die Wünsche und Hoffnungen, aber auch Freundschaften oder eine Gruppe von Menschen. Hier hast du die Löwe-Energie. Löwe liebt die Öffentlichkeit. Löwe liebt im Mittelpunkt zu sein. Das ist eine Selbstdarstellung, ist sehr, sehr majestätisch. Du hast solche Freunde und Bekannte, die in Öffentlichkeit stehen. Immerhin dieser Lebensbereich beschreibt auch deinen Freundschaften. Oder du bist in Freundeskreis, Bekanntenkreis ernst genommen, du bist dort wahrgenommen.
Das kann auch dein Wunsch sein oder dein Wunsch, wahrgenommen zu werden, im Mittelpunkt zu sein. Wobei Krebs im höchsten Punkt des Horoskopes hat nicht immer dieses Bedürfnis. Das wäre auch zu viel, das jeden Tag zum Erleben. Löwe steht in Verbindung zum Augen und zu unserem Herz. Die Augen öffnen auf wahre Freundschaften. Oder dein Herz, was ist dein Herzensangelegenheit? Das kann deine Hoffnung und deine Wünsche sein. In sein Geburtshoroskop befindet sich ein rückläufiger Uranus im Löwe und ein rückläufiger Pluto im Löwe. Das sind Veränderungen in sein Leben oder zum Lernen einiges loslassen, beenden, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist sein Selbst. Und das bedeutet auch seine Selbstdarstellung, auch seine eigenen Entscheidungen. Da wird diese Uranus- und Pluto-Energie, was interessant ist, beide ist rückläufig, da hat er karmische Themen. Anfang Januar bewegt sich hier kein Planet im Löwe. 12. Haus oder 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens. Hier können wir in die Tiefe schauen, die tiefe Zusammenhänge des Lebens erkennen. Und alles, was im Geheimen ist. Diesen 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug und lässt uns erkennen, unseren geheimen Feinden. Hier hast du die Jungfrau-Energie. Jungfrau ist sehr klug und hat ein analytisches Denken, erkennt die Zusammenhänge und geht auf die Details. Und das kannst du sehr, sehr gut, weil hier hast du die absteigende Mondknoten, also hier hast du karmische Erinnerungen. Und du brauchst immer wieder diesen Rückzug, das alles untersuchen, analysieren. Da kennst du dich aus, weil in diesem Weg bist du schon gegangen. Also hast du auch hier karmische Erinnerungen. Aber nicht aufhalten auf den Details, sondern in anderen Richtung dich orientieren. Und das ist die Tierkreiszeichen Fischen, wo dein aufsteigender Mondknoten ist. Einfach mal loslassen, geschehen lassen und das ausbalancieren, die Vergangenheit, diese absteigende Mondknoten und das, was du entdeckst, diese aufsteigende Mondknoten, von beiden etwas bewahren. Und so ergibt sich das Ganze. Also die Vorteile der Jungfrau auf jeden Fall, dass du gut untersuchen kannst etwas, und dass du die Zusammenhänge erkennen kannst und kluge Entscheidungen treffen kannst. Aber oft musst nicht immer alles untersuchen oder zu kritisch zu sein oder womöglich misstrauisch sein, sondern einfach vertrauen. Vertrauen, das Fluss des Lebens, so kommst du in Balance. Hier hast du auch Jupiter. Das zeigt deine Weisheit. Hier hast du Uranus, das macht dich ungewöhnlich, außergewöhnlich. Und hier hast du Pluto, das ist deine Macht. Also viele Dinge sind hier sehr, sehr wertvoll für dich, weil du ahnst auch, was im Geheimen passiert. Und du erkennst deine geheimen Feinde auch. Und du kannst viele Dinge untersuchen. Warum ist es so? Die Ursache an etwas. In sein Geburtshoroskop befindet sich hier im Jungfrau kein Planet. Transitbewegung haben wir am Anfang Januar auch nicht. Und jetzt
zu diesem Legung. Was verbindet euch? Wie geht es weiter? Wie denkt er über dich? Wie sollst du ihn wahrnehmen und auch euren Gefühlen? Dein Gegenwart zeigt hier diese Geistige. Da hat sogar die Lilien im Hand. Das sind reinen Gedanken, reinen Gefühle. Das ist etwas Göttliches. Und könnte man sagen, ihr seid seelisch miteinander verbunden. Und hier hast du auch die göttlichen Schutz und diese Reinheit. Du möchtest auch etwas bereinigen. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Für ihn ist es eine Neuorientierung oder ein Neuanfang. Und er möchte in diesem Richtung bewegen, Hand in Hand mit dir. Das ist so sein Plan. Er möchte bei dir bleiben. Was verbindet euch? Das ist eine gemeinsame Reise. Jetzt mal symbolisch gemeint, wobei eine Reise ist auch möglich. Er begrüßt dich und er freut sich auch, dich zum Sehen. Und hier habt ihr Chancen, Möglichkeiten, eine gemeinsame Lebensreise euch bewegen. Worüber sollst du nachdenken? Das zeigt hier dieses Bild. Kann auch deinen jetzigen Gedanken sein und das ist eine männliche Person. Also es ist noch ein anderer Mann da und du machst über diesen Mann Gedanken. Oder umgekehrt, dass dieser Mann von deiner Vergangenheit denkt gerade an dich. Hier erscheint die Luftelement und das symbolisiert auch Gespräche. Er sucht die Kontakt, die Gespräche zu dir. Er möchte klärende Gespräche oder du wünschst es, dass er Entscheidungen trifft und ihr habt in die nächste Zeit einen wichtigen und klärenden Gespräch. Aber dieses Schwert symbolisiert auch Angstbefreiung. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Und so kommt man mehr zu diesem Luftelement. Endlich aufatmen zeigt auch einen gewissen Freiraum. Was sind seine Gedanken? Das zeigt hier dieses Bild. Wieder die Luftelement, das bedeutet Leichtigkeit oder Gesprächen. Aber nicht nur das, sondern wie diesem Bild zeigt, ein Besuch, ein Treffen, eine Annäherung und die Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang. Eine neue Phase beginnt und genau in diese Richtung möchte er gehen, mit dir eine gemeinsame Reise. Kommt ihr näher? Also diese Serenade ist sicher und das ist schon eine Liebeserklärung, so wie bei Romeo und Julia. Und die Kelchen zeigen auch die Gefühle. Und es kommt auch entgegen eine Liebeserklärung. Was liegt im Verborgenen, im Unbewussten, im Gefühlsebenen? Dieser König sitzt hier in diesem Tor und herrscht über die Feuerelement. Und Feuerelement bedeutet Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Oder Leidenschaft, auch Kraft und Mut, manchmal Wut, das gehört auch zum Feuerelement. Und wenn das so ist, dann sollst du das im Griff bekommen. Und deine Begeisterung und dein Herzenswärme und deine Leidenschaft leben. Welchen Gefühlen hat er? Was liegt bei ihm im Verborgenen? Er hat hier viel zum Tragen. Und das Kind zeigt auch Kindheitserinnerungen. Aber zurzeit fühlt er sich wohl. Die ganze Welt gehört zu ihm. Er hat auch einen Weitblick
Und er erscheint hier im siebten Himmel und das bedeutet, er ist verliebt an dich. Und er möchte mit dir die Welt erobern oder möchte mit dir reisen. Hier ist auch die Reise und diese Karte symbolisiert auch die ganze Welt zum Kennenlernen, auch Reisen. Was verbindet euch? Dieser Bild zeigt, es sind noch Einflüsse von außen. Das kann auch Erinnerungen sein. Und diese Erinnerungen oder diese Kontakte zum anderen, die versuchen dann hier einen Einfluss nehmen auf die Geschehen, davon trennen, das Loslassen, Vergangenheit abschließen und so fühlt euch befreit. Hier ist die Luftelement und zeigt die Leichtigkeit, aber damit ihr zu diesem Leichtigkeit kommt, muss von einigen Dingen oder von Gefühlen wie Angst oder Zweifel verabschieden. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt er dich? Hast du Chance, mit ihm eine feste Beziehung einzugehen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein. Wenn die Pendel stehen bleibt, das bedeutet vielleicht. Oder wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Habt ihr Chancen, zu einer glücklichen Partnerschaft einzugehen, eine feste Partnerschaft? Die Antwort ist ja. Liebe Emilia, so könnte ich diese Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.